Hallo Caro, hallo Wolfgang. Hallo. 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 Der Wolfgang und sein Auto, das war der erste Beitrag, der über 100.000 Views auf unserem kleinen Kanal hatte. Und Wolfgang, wir wollen jetzt mal ein bisschen mit russischen Vorurteilen anfangen. Und deshalb lautet unsere erste Frage an dich. Die erste Frage ist Wodka oder Whisky? Wodka. Soljanka oder Ochsenschwanzsuppe? Das Erstere natürlich. Fährt dein Lader noch oder rostet er schon? Er rostet überhaupt nicht und er fährt noch hervorragend. Und der Verbrauch? 7 bis 9 Liter oder eher 11 bis 13 Liter Superbenzin auf 100 Kilometer? Exakt. Immer 10 Liter, egal ob Sommer, Winter, Stadtverkehr, Autobahn, es sind immer fast genau 10 Liter. Was sind die größten Vorurteile gegen Lada? Rost. Aber meine hat keinen, also bis jetzt noch nicht. Alles gut. Gute Hohlraumkonservierung. Ich habe noch keinen Rost entdecken können, außer an diesem blöden, komischen Ringen an den Scheinwerfern, aber die kriegt man ja für ein Appel und Ei hinterher geworfen. Also, das wäre die nächste Frage, welche von den Vorurteilen stimmen und welche sind denn falsch? Ist das nur Rost oder kommen dir da auch andere Zweifel von? Also es wird unheimlich oft gesagt, Fahrwerkteile, diese Gummis vom Fahrwerk, ja, halt vom Fahrwerk, die würden ausschlagen oder so, bei mir ist noch nichts ausgeschlagen. Und der fährt und fährt und fährt. Und wie gesagt, der Rost lässt auf sich warten, TÜV ohne Probleme, letzte Inspektion ohne Probleme. Nö, Wie viel hat er jetzt nix. auf der Also Uhr? die Vorurteile, viele haben offenbar Probleme, aber die meisten haben offensichtlich vergessen, dass sie eine Hohlraumversiegelung machen sollten. Wie viele Kilometer hat deiner jetzt runter? 57, noch nicht ganz, also 57, 56.800 oder sowas um den Dreh. Und nach 4,5 Jahren. Ne? Was war denn die schönste Reise mit dem Lader bisher für euch? Wir haben ja jetzt dann doch leider keine weiteren Reisen gemacht. Da kam dann halt doch immer irgendwie was dazwischen. Aber schönste Reise kann ich jetzt eigentlich sagen, wir fahren mehrmals im Jahr nach Paderborn. Und wir nehmen extra kein anderes Auto dafür, sondern wir fahren immer gemütlich mit dem Lader da hoch. Und das ist immer wieder schön. Ich fahre auch zum Ladertreffen da hoch, nach Floto. Ausland, ja, wir waren, glaube ich, mal in Holland da, aber das würde ich es nicht als tolle Fahrt oder so bezeichnen. Also große Reisen haben wir jetzt leider noch nicht gemacht, aber man sitzt auch nach mehreren Stunden gemütlich da. Und für die meisten Sachen braucht man ja auch nur mehrere Stunden. Hattet ihr denn schon mal irgendwelche Probleme mit dem Fahrzeug auf einer Reise? Nee, also bis jetzt auf einer Reise noch gar nichts, überhaupt nichts zu vermelden. Das Einzige, was ich mal hatte, nee, das war auch nicht auf der Reise, sondern es war auf der Fahrt zur Arbeit. Da hat dann irgendwann der Kupplungsgeber nicht mehr gewollt. Mal eben abschleppen und das war's, aber großartige Probleme hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht. Was wäre für dich so ein Traumreiseziel mit dem Auto? Mit dem Lader. Auch da würde ich schon mal gerne nach Litauen fahren oder nach Kroatien runter. Würde ich alles gerne mal machen, aber fehlt oft auch die Zeit für. Reisezeit ist jetzt im Moment auch sowieso nicht. Aber man kann in dem Auto. Ich habe mir auch so ein paar Tipps geben lassen von anderen Laderfahrern, wie man denn auch den Beifahrersitz ausbauen kann und das als Liegefläche umbauen kann. Man kann mit ihm auch reisen. Und ansonsten hat er ja auch alles, was er braucht, vom Dachgepäckträger bis zur sonstigen Halterung. Der Lader, also das Lader-Video von dir bei uns auf dem Kanal war ja das erste, was über 100.000 Aufrufe hatte. Was denkst du, Yep. woran liegt es, dass der Lader, natürlich in Kombination mit dir in dem Video, Danke. so beliebt ist? Lada ist erstmal ein bezahlbares Auto. Das ist für jedermann bezahlbar. Wo kriegt man ein Auto für
für, okay, das war jetzt das Auslaufmodell mit 11.000 Euro oder so. Jetzt der Tiger, der war einen Tacken teurer. Aber das kann sich nun mal jeder leisten oder fast jeder leisten, der irgendwie mal ins Gelände will oder sonst was. So ein Rubicon oder einen, wie heißen diese Ami-Dinger noch, ein Hammer, das ist nun mal für halt nicht für jeden finanzierbar. Mhm. Erstmal, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Grund. Zudem ist das Ding einfach uralt. Also sehr viel Technik da drin ist schon so alt, dass man da jetzt wirklich nicht mehr auf irgendwie Schäden rechnen muss, die noch nicht entdeckt wurden. So, also eigentlich ist es ein Selbstläufer, also bis jetzt gewesen, da haben sie es ja eingestellt jetzt erstmal in Europa. Aber ich denke mal einfach der Preis und ja. Kommen da manchmal Leute und fragen dich was? Bist du angesprochen, weil du so ein Auto fährst? Ich werde oft angesprochen, ja, ja. Also das ist wirklich sehr schön immer wieder. Ich werde auch von NSU-Fahrern angesprochen, weil da die Felge ja auch bei ihm auf den NSU passt, von meinem Lader würde die drauf passen. Ich habe mir einen Bullenfänger gekauft, ich gebe es zu. Lange Gespräche mit dem Besitzer geführt, der kannte auch wiederum Leute und der bestätigt genau dasselbe. Es ist genau wie bei Motorradfahrern. Die grüßen ja auch immer dieses im Sommer. Da kommt man ja nicht drum weg. Ich bin 10 Jahre Motorrad gefahren und man hat ja eigentlich nur noch den linken Arm draußen, anstatt zu fahren. Und das ist bei den Laderfahrern aber genauso. Das ist das Witzige. Also Laderfahrer untereinander sind erstaunlich. Das ist eine Gruppe und wie gesagt, dieses Auto, ich bin schon an Tankstellen angesprochen worden, wie alt der Wagen ist, die wundern sich immer wieder, wenn ich sage, nö, den habe ich mir neu gekauft. Der weckt schon Interesse, dieses Auto. Und gerade bei der russischen Mitbevölkerung, die sind immer ganz begeistert. Wenn ich zum Trinkgut fahre oder so, dann kriege ich immer eine Bemerkung ab. Gibt es irgendwas an dem Auto, was du besonders liebst? Dass es sehr relaxend ist. Man ist nicht mehr am Rasen, weil das Ding beschleunigt wie eine Wanderdüne. Man wird eigentlich nie geblitzt. Und es ist eine ganz neue Fahrerfahrung, dass man halt, man kann eh nicht schneller. So. Das ist eigentlich so für einen selber, also für mich ist es einfach ein Highlight, dass ich sehr viel entspannter durch den Verkehr komme. Und andersrum, was nervt dich an dem Auto? Wo sagst du, ach, das müsste ich jetzt mal ändern oder es könnte was anderes sein? Der Motor, gut, ich habe zwar eben gesagt, es ist ein relaxtes Fahren, aber manchmal quält man sich doch mit diesem Motor. Also es wäre schon mal schön gewesen, wenn er so ein Itzchen besser motorisiert gewesen wäre. Aber nun gut, es ist so. Aber ansonsten, in der Regel hat man nur Kleinigkeiten, über die man sich so ärgert im Täglichen, so die Verarbeitung der Russen halt. Macht man halt hinten die Klappe auf vom Kofferraum oder von der Ladefläche, macht man sie auf, geht nach hinten und dann ist sie doch nicht auf. Dann geht man wieder nach vorne, macht sie nochmal auf und dann ist sie dann endlich auf. So, solche Sachen. Aber dann kann man dann auch wieder einstellen und dann ist das so. Aber besonders nerven tut mich an dem Auto gar nichts. Was hast du denn an deinem Lader angebaut, wo du sagst, erfreut mein Herz immer wieder? Ist es der Bullenfänger? Hast du einen Fuchsschwanz dran? Ist eine Dreiklang-Hupe eingebaut? Eine andere Hupe habe ich wirklich versucht einzubauen, weil die andere immer nur so Piep gemacht hat. Aber die ist aus welchen Gründen auch immer, macht die jetzt nur Puh. So, die funktioniert also auch nicht mehr so richtig. Muss ich also wahrscheinlich wieder das Original einbauen. Anhängerkupplung war schon Gold wert, habe ich schon mehrfach benutzt. Wie gesagt, der Dachgepäckträger, der ist eigentlich auch laufend in Gebrauch für alles, was länger ist. Ein phänomenales Teil, das bleibt auch drauf, auch wenn man immer dadurch einen Liter mehr auf 100 verbraucht. Genialen Nachbau, den ich eingebaut habe, ist ein pneumatischer Motorhaubenheber.
Weil dieses komische Ding, wo man die Motorhaube einrastet, das ist völlig zerbröselt und zerfranst irgendwann. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht. In dem Video sieht man es auch noch, ich das noch so mit so einem Drahtseil irgendwie festgebunden habe, die Haube, damit die nicht nach vorne irgendwie immer auf den Rahmen schlägt. Dafür habe ich mir jetzt wirklich einen pneumatischen Motorhaubenheber eingebaut, der die Motorhaube hält, auch richtig hält und auch wirklich hochdrückt. Und man kann es auch ganz normal wieder zudrücken, ohne dass irgendwas kaputt geht an dem Lader. Eine Schwachstelle an dem Lader, diese komische ursprüngliche Öse da, dieses Gehampel. Naja, gut. Aber das finde ich Gold wert. Und ansonsten, was war noch super, was ich nachträglich gemacht habe? Ein Lederüberzug über das Lenkrad. Sehr viel angenehmer im Winter und im Sommer. Anstatt dieses russische Hartplastik. Und wofür braucht man in Leverkusen einen Bullenfänger? Nee, den braucht man schon im Gelände. Der hat auch schon ein paar Dellen. Weißt du denn schon, was du dir mal nach dem Lader kaufen willst, wenn den dann doch mal das Zeitliche segnet? Hast du schon? Ist es der UAZ, ist es der die Wuchanka, der UAZ Hunter oder ist es ein anderes schönes? Der UAZ Hunter ist ja schon sehr schön, da habe ich mir schon sehr nett angeguckt. Also bei mir steht drauf Iltis, kriege ich aber wahrscheinlich Ärger mit meiner Frau, weil es kein festes Dach gibt. Wahrscheinlich säuft das Ding auch unglaublich viel. Ja, aber das bist du ja gewohnt. Oh, also wie die meisten immer auf dem YouTube-Video, die meisten Kommentare, die da schreiben von 15 Litern oder so, davon weiß ich, wie gesagt, nichts. Es gibt sogar Leute, die mir gesagt haben, ja, ich bin mal in Probe gefahren, hatte den zur Zeit und der hat 20 Liter gesoffen, das war wahrscheinlich noch zu Zeiten, wo der einen Vergaser hatte. Nachfolgemodell für den Lader wäre für mich, Lader Deutschland will den weiterhin bauen, nur wahrscheinlich mit neuem Motor. Also es gibt Hoffnung. Das gibt Hoffnung. Also ich hoffe immer noch, dass meiner die 10 Jahre schafft. Und dann hoffe ich, dass sich Lader irgendwas einfallen lassen hat. Und ansonsten muss ich mal gucken, aber es wird mit Sicherheit wieder irgendwas Geländegängiges. Braucht er denn eigentlich im Alltag viel Pflege? Musst du da abschmieren, was weiß ich? Nee. Dauernd mit dem Unterbodenschutz, dauernd lang mit dem Rostschutz? Nee, überhaupt nichts. Also Pflege, nee, gar nicht. Also ich gehe so wenig wie möglich mit Wasser ran. Das heißt, das Auto ist noch nie gewaschen worden. Viele Leute werden mich jetzt beschimpfen, aber ich halte da nicht viel von. Ein Auto, was für seinen Rost bekannt ist, auch noch zusätzlich durch Waschstraßen zu jagen. Ob der Lack jetzt auf 10 Jahre bei einem Lader kaputt geht oder nicht, halte ich jetzt nicht so für eine wahnsinnig wesentliche Geschichte. Nö, aber gibt keine Schmiernippel ab und zu, so ja, die Türschlösser müssen ab und zu, aber das muss man bei jedem Auto machen, mal zwischendurch mal machen. Türschlösser oder so, vielleicht mal justieren, aber das ist außerdem auch noch 2 Schräubchen losdrehen und wieder festziehen. Ein bisschen Fett irgendwie an die Türschlösser, aber sonst hat der eigentlich nichts, wo man großartig hinterher pflegen müsste. Wie gesagt, die Hohlraumversiegelung, die quillt mir jetzt. Diesen Sommer hatte ich komplett unterm Wagen immer noch die großen Flatschen liegen, wo die Hohlraumversiegelung rausgesifft ist. Und solange noch was rauskommt, ist ja auch noch was drin. Genau. Hast du denn, hast du seit dem Video, außer der dem für die Motorhaube, noch irgendwas anderes gebaut? Dran gebaut? Müsste ich jetzt überlegen, jetzt weiß ich nicht. Ich habe die hinteren Scheiben und die Heckscheibe, die habe ich schwarz getönt, also fast schwarz getönt, erlaubt, legal mit ABE schwarz getönt. Ich habe die, ja genau, ganz gruselig waren die Beleuchtung ist ja jetzt nun auch jetzt nicht so das Modernste bei dem Lader. Die sind, glaube ich, immer noch die letzten Autos nach dem Käfer, die wirklich noch diese geriffelten Scheinwerfer hatten und nicht, wo der das Scheinwerferlicht eingestellt wird durch den Halogeneinsatz selber, sondern wirklich noch durch das Glas, was davor ist.
Und die haben da so eine Funzel drin gehabt, diese H4-Lampen. Da habe ich dann jetzt irgendwie so eine Osram-Birne reingetan, irgendwie diese Nightbreaker, was wirklich auch was gebracht hat. Was habe ich denn noch gemacht? Oh ja, eine Todsünde wahrscheinlich, wird sich wahrscheinlich kein Geländewagenbesitzer freiwillig machen. Jetzt zum Winter hin habe ich, ja, ich habe jetzt neue Radsätze gekauft, Kompletträder gekauft und ich habe jetzt Alufelgen von einem Urban. Furchtbarer Gedanke, weil Aluräder sind eigentlich nichts fürs Gelände, aber es war nun mal halt der günstigste Komplettradsatz, den ich kriegen konnte. Für 300 Euro habe ich nagelneue Räder gehabt, nagelneue Reifen gehabt. Die sind also noch nicht mal ein Jahr alt gewesen. Komplett neu, keine 30 Kilometer gefahren, vom Händler gekauft. Jetzt fahre ich halt den Lader mit Alufelgen. Sieht interessant aus. Gut, aber man gewöhnt sich an alles. Aber sonst... Das ist ja, glaube ich, auch noch ein ganz großes Plus, dass die Reparaturkosten relativ gering sind. Ne? Ersatzteile und so sind erstaunlich. Ersatzteile kosten gar nichts. Das ist also weder der Kupplungsgeber hat was gekostet, was hatte ich noch? Den Scheibenwischwaschbehälter, der ist mir bei dieser Aktion, wo der Motorhaubenhalter kaputt gegangen ist, ist auch dieser Wischwaschbehälter, der direkt in der Nachbarschaft dazu sitzt, ist auch, der hat einen Haarriss gehabt, dann ist er größer geworden. Das Ding hat mich, glaube ich, 5 Euro gekostet. Also Ersatzteile bisher für den Lader, da war nichts, da war wirklich überhaupt nichts Teures bei. Es war alles Kleinkram, aber was ich da gekauft habe, das war alles billig. Der, jo. Gut, da war mal der Kühler, aber den habe ich sowieso noch auf Garantie bekommen. Da war ein Riss drin, aber das ist ausgetauscht worden, anstandslos. Aber auch der war meines Wissens, wenn ich da mich da zurückerinnere, auch das Ding war nicht teuer. Das ist alles, kann man sich auch angucken, wenn man auf die Laderseiten geht. Es ist in der Regel, würde ich mal sagen, zum Vergleich zu VW-Teilen ein Zehntel vielleicht. Also man kriegt alles für ein Apfel und Ei. Lenkräder für, was weiß ich, 20 Euro oder so. Komplett Lenkrad. Es ist überschaubar, was man da ausgibt. Und Laderwerkstätten sind halt auch, ja, auch nicht so teuer wie eine VW-Werkstatt. Und ich bringe meinen wirklich immer zu einer Laderwerkstatt, wenn irgendwas ist. Kleinigkeiten, Inspektionen oder sonst was. Also es sei denn, ich mache es selber. Aber die verlangen keine 85 Euro pro Stunde allein an Arbeitslohn. Das gibt es nicht. So, da sind wir auch weit drunter. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was für ein Auto, was für einen Geländewagen würdest du dir kaufen oder selbst zusammenstellen? Also es gibt keine Grenzen sozusagen. Das ist schwierig. Ja, dann würde ich wahrscheinlich auf den Lader verzichten und würde dann wahrscheinlich doch eher in die Rover-Ecke gehen, in die Defender-Ecke. Bei Jeep kenne ich mich nicht so aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt da sehr wunderschöne Sachen. Aber ich glaube, die Defender-Ecke, die wird mir, glaube ich, am ehesten passen. Wahrscheinlich wegen Sean Lachar, weil der Bauer da auch immer mit einem Defender rumfährt. Ich finde die Autos immer noch weltgenial und hoffe, dass sie auch noch lange rollen. Dann, den kann man sich ja auch ausbauen, siehe Carsten, den kann man sich ja auch ausbauen, bis der Arzt kommt. Und der hat natürlich auch viel Platz. Wobei, nicht viel für den Fahrer, muss ich wohl sagen. Da hat der Lader mehr Platz. Der Fahrer soll fahren, der soll da nicht sitzen. Vorwärts bringen. Okay, Wolfgang, vielen, vielen Dank dir und deiner Frau. Schöne Adventszeit. Und, ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder live und in Farbe, wenn hier der Virus eingedämmt ist. Genau, so machen wir es. Ich danke euch. Ciao. Tschüss. Bis dann.